Willkommen zurück zu einer neuen Folge, endlich mal wieder von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Wir sind heute mit dem Mercedes-Benz Travego unterwegs und werden hier über die Map Steinkirchen fahren. Und ich würde sagen, wir starten den Bus auch sofort und werden hier alles einschalten. Das Ganze ist ein Reisebus und ja, OMSI 2 ist kein Reisebus-Simulator, das ist uns allen bewusst. Ich habe den allerdings vor ein paar Tagen mal gesehen und mir wurde dann freundlicherweise auch direkt der Link dazu zugeschickt. Und da dachte ich mir, den zeige ich mal, weil den habe ich noch nicht gezeigt. Allerdings ist das Modell selbst schon etwas älter. Ich werde euch das verlinken und dann könnt ihr das selbst auch mal ausprobieren. Ganz cool an diesem Bus ist, man kann hier außen die Klappen aufmachen und ihr seht, da ist dann auch alles mögliche an Gepäck verstaut und hier auf der Seite sieht es ähnlich aus. So, allerdings müssen wir hier den Bus noch ein bisschen auf Hochtouren bringen, damit sich der Vorratsdruck aufbaut. Und wir können auch gleich schon die Route hier einstellen und die Liniennummer. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Fahrt so wird. Ich musste die Kollision ausschalten. Warum, das zeige ich euch nachher noch. Das ist ganz witzig. Ja, hat mit dem Bus selbst zu tun. Aber wie gesagt, zeige ich euch nachher noch. Jetzt würde ich sagen, bauen wir noch ein bisschen Vorratsdruck auf. Dann können wir mal gucken, ob das schon ausreicht. Beziehungsweise wir können auch erstmal hier die Linie einstellen. Wir sind heute auf der Linie 14 unterwegs in Richtung Bahnhof Reichenbach. Das müsste die Route 2 sein. Es gibt hier auf der Karte zwar auch eine Reisebuslinie, da gibt es dann auch so Ansagen und so, aber ich glaube, die dauert ein bisschen länger. Und ich dachte mir, wir machen jetzt einfach mal eine Linienfahrt mit diesem Reisebus. Kommt vielleicht manchmal auch vor. Heute geht es also besonders komfortabel hierzu. Und was ich ganz cool finde, ist, hier vorne wird auch die Linie und die, das Ziel angezeigt. So. Dann hauen wir mal den Gang rein und dann gucken wir mal, ob wir schon... Ja, wir können schon losfahren, super. Klasse. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Die Kameraansichten sind nicht ganz so gut und allgemein gilt, der Bus ist jetzt nicht die Creme de la Creme der Modellierungskunst hier oder der Modellbaukunst. Ihr seht das hier am Cockpit, finde ich ganz gut. Also wer jetzt hier ein Oberklasse-Modell erwartet, der wird vermutlich enttäuscht. Man sieht, das ist hier alles nicht so ganz gut. Das ist alles so ein bisschen gebastelt und so. Die will einen Fahrschein. Soll sie haben. Hier das Navi irgendwie noch reingebaut. Dann hier der Temperaturregler durch eine Textur gelöst und so. Das ist jetzt alles nicht so wahnsinnig toll. Aber ich dachte mir, wir machen heute einfach mal eine Tour damit. Dann haben wir auch mal wieder ein bisschen Abwechslung hier in den OMSI-Videos. Und ich finde, von außen sieht das Ding auch echt ganz schick aus. Es ist ein bisschen türkisch angehaucht. Ich glaube, es kommt auch aus der türkischen OMSI-Community, die gar nicht so klein ist, glaube ich. Aber ich muss nochmal schnell hier die... So, die Anzeigen anmachen. Aber genau, jetzt fahren wir einfach mal los. Ich glaube, wir haben auch, ja, wir sind 0,7 Minuten zu früh. Ich denke, das ist akzeptabel. So. Gut. Und ich habe Nachrichten bekommen. Wir müssen hier rechts fahren. Allerdings hält er ziemlich weit hier vor der... Okay, jetzt fährt er. Alles klar. Hier können wir es übrigens schon sehen, warum das... ich zeige euch das jetzt mal hier. Wenn ich jetzt mal... Nächster Halt, Bahnhof in Nesselwang. Hier haben Sie wieder Übergang. Hier seht ihr, der Bus ist einfach zu hoch. Deswegen musste ich die Kollision... ausschalten. Das wäre sonst nicht gegangen. So, super. Genau, das wäre sonst nicht gegangen, weil dann hätten wir immer die Ampeln mitgenommen. Das wäre nicht so ganz gut gewesen. Also der Bus ist relativ hoch und hier bei dieser Ampel hätte man vielleicht noch ausweichen können. Bei anderen Ampeln geht das aber ja nicht so leicht. Da muss man in den Gegenverkehr reinfahren. Das will man unter Umständen nicht. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal ausgeschaltet. Sonst wäre das natürlich mit Kollision hübscher. Aber die Fahrgäste finden ihren Weg hier in den Bus und setzen sich dann auch hin. Und ich finde, von hier sieht das auch echt nobel aus. Also da... Muss ich sagen, haben sie heute einen guten Bus erwischt. So, sogar mit Bildschirm hier. Jesus Maria. Da wirst du bekloppt. Sonst nur diese Plastikschalen, die sehr ungemütlich sind, je länger man da drauf sitzt. In den normalen Linienbussen. Hier so richtig schön gepolsterte Sitze. Das ist mal Premiumfahrt hier heute. So, die Map finde ich übrigens auch sehr schön. Hier ist das mit den Reisebussen. Ich muss nur mal gucken, ob die Ansagen so stimmen. Ich habe das jetzt gerade nicht ganz gehört, aber ich glaube, die ist immer eine vor. Da muss ich gleich mal zurücksteuern. So, und beim Cockpit gilt natürlich auch, ne? Also, ihr seht, das ist
bei den Knöpfen und so, das ist alles nicht so ganz scharf. Und der Bordcomputer war auch schon ohne Bordelektrik oder Elektronik an und so. Also das sind alles so Sachen, die können natürlich eigentlich gar nicht sein. Das ist nicht ganz so realistisch umgesetzt. Aber ich finde es ganz nett. Und ich muss auch sagen, es steuert sich ganz okay. Und der Sound ist auch vorhanden. Sagen wir es mal so. So. Ich glaube, hier müssen wir links fahren. So. Nur, ich habe mir Bilder im Internet angeguckt und mir kam der Bus ein bisschen zu schmal vor. Ich weiß nicht, ob ich dann nur den Eindruck hatte oder ob das tatsächlich auch so ist, aber mir kam es tatsächlich ein bisschen schmal vor. Also mir kam das so vor, als ob der in der Realität ein bisschen breiter ist. Oder ein bisschen niedriger so gebaut ist. Also das sieht so aus wie, ich weiß auch nicht, so ein bisschen hochgezogen. Ich weiß nicht, ob das in der Realität so ist oder nicht, aber auf den Fotos, die ich mir so angeguckt habe, kann auch ein anderes Modell gewesen sein, war der Aufbau oben etwas niedriger. Mich haben aber, das wollte ich eben noch ansprechen, mich haben auch viele Instagram-Nachrichten erreicht oder Kommentare auch, die mich so ein bisschen gefragt haben oder die viele Fragen zu diesem Schleifzug gestellt haben, den ich ja in dem 200.000 Abonnenten-Special, vielen Dank an der Stelle nochmal, gezeigt habe. Denn dazu gibt's auch einige interessante Dinge. Ich habe zum Beispiel die Frage gestellt bekommen, ob da noch zwei Wagennummern notiert sind. Das ist natürlich dann schon für die Bahnexperten eine Frage, ne? Aber es gibt ja immer Wagennummern bei Straßenbahn, ihr wisst es. Und bei diesem Schleifwagen kann es unter Umständen sein, dass da zwei Wagennummern notiert sind. Ich weiß es nicht. Man könnte es sicherlich nochmal in Erfahrung bringen, aber ich denke mal, so wichtig ist es jetzt auch nicht. Was allerdings ganz interessant ist, ist die Geschichte dazu. Denn der Gedanke ist nicht so ganz abwegig und es könnte tatsächlich auch sein, denn diese Bahn wurde nicht einfach so aus dem Betrieb rausgenommen und dann wurde gesagt, ja, den Rest verkaufen wir jetzt aus der Flotte und die behalten wir, sondern das sind zwei Bahnen, die zusammen gebaut wurden, dieser Schleifwagen. Das sind nämlich zwei Unfallwagen und dann hat man einfach die noch funktionierenden Stücke genommen und die zusammengebaut und dann noch einen Schiffsdieselmotor reingebaut und das ist jetzt der Schleifwagen bzw. diese Spezialbahn, die wird ja auch zu anderen Zwecken eingesetzt. Ja, fand ich ganz interessant. Man hätte sicherlich noch so viel, also wir haben noch so viel Material, man könnte noch so viel Fahrten zeigen und sowas, aber man muss es ja dann auch irgendwie so gestalten, dass es einigermaßen interessant bleibt und ich wollte es jetzt auch nicht auf 20, 30 Minuten strecken, aber es gibt auf jeden Fall viele interessante Dinge zu diesem Wagen zu erzählen, auch wie der Dieselmotor dann genutzt wird und da muss man dann noch irgendwie so einen Dieselpartikelfilter abbrennen oder Rußfilter abbrennen oder sowas. Das kann man manuell machen, wird manchmal auch automatisch gemacht. Also ziemlich spezielles Teil, diese Bahn. Auch sehr interessant, auch ziemlich dreckig teilweise. Immer wieder wurde uns gesagt, ah, setzen Sie sich da lieber nicht hin. Jetzt müssen wir mal gucken, ich glaube hier müssen wir rechts, ne? Kurz schauen. Theaterplatz, das sieht gut aus. Durch die Altstadt fahren wir jetzt mit dem Bus. So. Guten Tag. Kommen Sie rein. Heute haben Sie wirklich die Premium-Variante erwischt. Ja. Wird einfach kommentarlos entgegengenommen. Wurde auch mal Zeit. Verspätungen der letzten Fahrten. Wurde auch mal eine kleine Entschädigung hier. Fällig. Kommentarlos eingestiegen. So, jetzt wird es hier schon ein bisschen knapp. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, das passt. Aber wir müssen ein bisschen weiter rechts fahren. Nächste ja. Haltestelle. Steinkirchen. Kirchwerder. Kirchwerder. Ich glaube, das ist nicht richtig. Muss man gleich gucken. Okay. Und weiter geht's. Ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes Video und es gibt ja auch noch einen zweiten Teil sozusagen, der dann auf dem Kanal der Dortmunder Stadtwerke hochgeladen wurde. Da habe ich ja so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut von den Stadtwerken, wie so ein Bahnbetrieb funktioniert, wie das in der Heiliggeistkirche. Okay, müssen wir mal kurz umschalten hier. Wie das hinter den Kulissen, wie das in der Leitstelle aussieht und so weiter und so fort. So. Vorsturm, ich glaube, hier. Nee.
Okay. Erstaunlich. Wir lassen das einfach mal so weiterlaufen. Die Ansagen scheinen nicht ganz zu stimmen. Es kann sein, dass der das sozusagen rückwärts abspielt. Was mich allerdings dann wundert, ist, dass das Ziel hier korrekt angezeigt wird. Aber kann auch mit dem Bus zusammenhängen. Ich weiß es nicht. Ah, ist hier. Nesselwang am Gleis. Mein Jott. Heute. Es ist. So ein schicker Bus reicht den Leuten nicht, ne? Dann wird noch gemotzt und gemeckert. So. Wobei man natürlich sagen muss, in der Realität ist es manchmal auch so. Oh, passen wir hier durch? Boah, knapp, aber es passt. Ah, wobei es ist noch Luft. Ich war mir gerade echt nicht so ganz sicher. So, Steinkirchen Altstadt. In der Realität ist es manchmal tatsächlich so, dass das so ein bisschen als Racing verstanden wird, ne? Also letztens auch wieder ein Bahnfahrer erlebt. Der war, man muss sagen, der war spät dran. Aber der ist so dermaßen in die Vollen gegangen. Das war schon interessant, der Fahrstil. Außergewöhnlich, sagen wir es mal so. So, und weiter geht's. Reisegruppe Betriebshof. Also das ist so die Sightseeing-Tour, die man hier mit dem Reisebus absolvieren kann. Und da gibt es, glaube ich, dann immer so Ansagen, die dann abgespielt werden. Und so werden dann zum Beispiel... Hier wurde jetzt das Restaurant offensichtlich... Am Wasserfall, Parkplatz. Da waren wir ja schon. Hier wurde jetzt das Restaurant offensichtlich angefahren. Na. Dann hier der Betriebshof wäre jetzt das nächste auf der Route, wenn ich das richtig gesehen habe. Und am Wasserfall wurde hier auch so ein Stopp eingerichtet. Da ist, glaube ich, auch der Start des Reisebusses. Aber die Route geht relativ lang, geht über die komplette Karte und wäre vielleicht etwas realistischer. Aber ich dachte mir, so hat man ein bisschen mehr zu tun hier mit den Fahrgästen, dass man die auch mal ein- und aussteigen lassen kann und so weiter und so fort. So. Mahlzeit. Kommen Sie rein. Ah, oder steigen Sie erstmal aus, genau. Guten Morgen. Und weiter geht's. Insgesamt soll die Linie, glaube ich, 20 Minuten dauern. Das heißt, wir dürften jetzt so ungefähr die Hälfte hinter uns gebracht haben. Und ich glaube, es wird auch wieder etwas ländlicher. Wir sind ja im Moment hier im Stadtbereich, im Altstadtbereich waren wir gerade unterwegs. Und es wird dann wieder etwas ländlicher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Denn ich glaube, wir sind diese Linie schon mal gefahren. Ich glaube, ich habe sie schon mal gezeigt. Der Landstraße. So. Okay. Kirchwerder Landstraße, da waren wir schon. Also holt auf, aber der macht auch immer irgendwie zwei auf einmal. Also ich weiß nicht, irgendwas stimmt da nicht. Ich weiß aber nicht, was das Problem jetzt genau ist. Haben wir hier einen Haltewunsch? Nee, ne? Irgendjemand aussteigen? Nee, okay. Dann geht's weiter. Ich glaube, den gibt's auch im Euro Truck Simulator, diesen Travego. Ich weiß nicht, ob in der aktuellen Version... Aber auf jeden Fall ein schickes Teil. Also ich glaube, da macht es dann auch ein bisschen mehr Spaß, das dann anzuschauen. Altstadt Theaterplatz. Da waren wir auch schon. Unser nächster Halt, Heiliggeistkirche. Steinkirchen Altstadt. Zur S2, bitte hier aussteigen. Na, da waren wir auch schon. Nächste Haltestelle, Pfaffensteinstraße. Die Pfaffensteinstraße, auch da waren wir schon. Die Josef-Heiden-Straße. Da waren wir gerade. Jetzt müsste es weitergehen gleich. Und da ist es rot geworden. Und da sehen wir jetzt nochmal eindrucksvoll, wie tief die Ampeln hängen, beziehungsweise, dass der Bus einfach zu hoch ist. Oder? Hier wird's... Ah, hier klappt's, glaube ich, sogar. Aber es gibt Ampeln, bei denen klappt's nicht. So, hier sehen wir es auch nochmal von vorne, das Gefährt. Und Blinker gibt's auch. Hier, so. Und da geht's weiter, die Fahrt.
Ja, ihr vermisst ja immer Omsi so ein bisschen, ne? Aber ich möchte auch nicht so auf Krampf immer so Omsi warm halten, ohne dass es so spannende neue Routen gibt oder so. Deswegen ist das ein bisschen ausgedünnter. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch dran gewöhnen, dass es sukzessive abgelöst wird. Das Problem ist halt, für Lotus gibt es aktuell auch nicht so viel Neues. Aber es wird bald wieder was Neues geben. Ich habe da zwei Dinge im Blick. Ich glaube, das wird euch sehr interessieren. Das wird ganz cool sein. Und wird dann auch viele Omsi und andere Fans einmal nochmal beruhigen. Hallo, es fehlt noch etwas Rückgeld. Jo. Tschüss. Genau nachgezählt. Ich glaube, ich würde das nicht mehr bemerken. Ich bin so ein Typ. Ah, wir müssen gar nicht. Wir müssen hier gerade ausfahren. Hier geht's zum Reisebus. Stehen auch noch ein paar Reisebusse. Rudolf von Eichtalstraße. Nächste Haltestelle, Grundschule an der Rudolf von Eichtalstraße. Ja, das ist sie jetzt. Da sind wir jetzt richtig hier. Jetzt haben wir es richtig auf der richtigen Route. Vielleicht fahren wir auch einen Kurzläufer und ich habe jetzt den langen Kurs eingestellt. Das könnte natürlich auch sein. Dann hätte ich eine andere Nummer nehmen müssen. Ah, vermutlich ist es das, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier richtig sind. Bin mir da gerade nicht so ganz sicher. Aber ein richtig guter Reisebus für Omsi ist ja der MAN Lions Coach. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, der kam von Helvete, ne? Aber der war richtig gut. Also, den habe ich auch mal irgendwann gezeigt. Das hat richtig Spaß gemacht, mit dem unterwegs zu sein. Und der war auch richtig gut modelliert und so. Ja. So. Grundschule. Das ist doch richtig. Und jetzt stimmt sogar die Ansage. Ja, ist denn heute? Das fühlt sich ja wie Weihnachten und Geburtstag zugleich an hier. Ja, Wahnsinn. Türkisch kann ich leider nicht. Das heißt, ich weiß auch nicht, was hier draufsteht. Ich nehme an, da steht irgendwie das Reisebusunternehmen. Danke. Und dann noch die Telefonnummer. Können wir mal durchrufen. Und wir sind sogar ein bisschen zu früh, dass ich das noch erleben darf hier. Erstmal, hat jemand von Ihnen Gepäck? Ich könnte es kurz runterbringen. Haben wir eigentlich noch andere Dinge, die wir öffnen können? Irgendwie Motor? Nee, okay. Nee, sonst geht nichts. Nur, wirklich nur die Klappen hier. So. Sehr edel angehaucht. Steinkirchen hat unerwartet Geldzuflüsse hier bekommen. Ich fahre mal weiter. Und kann jetzt hier den Linienbusbetrieb mit Reisebussen durchführen. Ich glaube, als Schulbus wurden, also an unserer Schule wurde immer mal so ein riesiger, ich glaube, es war ein Seetrabber. Welches Modell, weiß ich nicht mehr. Weil ich auch nie mit dem Schulbus gefahren bin. An der Jugendherberge. Aber da wurde oft ein großer Reisebus Steinkirchen-Reichenbachbrücke genommen für die Fahrt. Und das war natürlich dann auch immer spektakulär. Ich bin ein, zwei Mal mitgefahren. Man ist ja dann auch oft so zu Freunden dann mitgefahren, ne? Und die mussten dann da mal manchmal mitfahren. Aber Schulzentrum, fahren wir über Schulzentrum? Nee. Wir fahren über Jugendherberge. An der Jugendherberge ist unser Halt. So. Deswegen bin ich manchmal mitgefahren. Das war dann immer ein Highlight für die, aber die da mitfahren mussten. Aber da ist es manchmal eingesetzt worden. Auf dem normalen Linienverkehr ist sowas, glaube ich, eher nicht der Fall. So, an der Jugendherberge. Moment, so. Verzeihung. Ich habe die Haltestellenbremse nicht reingemacht. Man kann nämlich nur die Türen öffnen, wenn die Haltestellenbremse drin ist. Und man kann sie interessanterweise auch nur schließen, wenn die Haltestellenbremse drin ist. Man kann allerdings, wenn ich jetzt die Haltestellenbremse rausnehme, dann können wir losfahren. Ohne irgendein Warnsignal. Hat mich etwas irritiert am Anfang, aber wenn man es weiß, kann man damit natürlich gut arbeiten. So, und weiter geht's auf der Linie 14 in Richtung Reichenbach.
Es ist ja auch alles rechts so ein bisschen verzogen und so, dadurch, dass es mit den Texturen gelöst ist. Also, wie gesagt, es ist nicht... Es ist kostenlos, diese Modifikation, das muss man im Hinterkopf behalten. Es ist aber jetzt nicht das Beste, was man bekommen kann. Also wer einen richtig guten Reisebus haben will, der nimmt da lieber diesen MAN. Wer allerdings ein bisschen Abwechslung haben möchte und Modell, was jetzt vielleicht nicht so ganz üblich ist, der könnte damit zumindest für ein paar Fahrten mal glücklich werden. Aber ihr könnt mir gerne auch mal eure Meinung zu dem Bus in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr das ähnlich seht wie ich oder vielleicht sagt ihr ja auch, das ist ein richtig guter Bus, was hast du denn? Der tipptopp 1A modelliert und texturiert, Creme de la Creme und Stern ist auch noch drauf, tipptopp, was will man mehr? Will jemand raus? Ne, ich glaube nicht, ne? Jemand raus? Doch. Sorry, Verzeihung, mein Fehler. Hinten? Will da auch noch jemand raus? Ich glaube, hinten steigt überhaupt niemand ein und aus, ne? Frech. Können wir eigentlich auch die Toilettentür... Ah, kurze Durchsage. Während der Linienfahrt geht bitte niemand auf die Toilette. Dankeschön. So. Steinkirchen, Reichenbachbrücke. Nächste Haltestelle an der Jugendherberge. Da waren wir schon. Was ist jetzt die nächste? Bahnhof Reichenbach. Ich glaube, der ist jetzt ein bisschen zu flott unterwegs gewesen. Bahnhof Reichenbach. Vor. Nächste Haltestelle, nee. Grundschule an der Rudolf-von-Eichthal-Straße. Reichenbach-Bahnhof. Das ist er. Okay. Ja, der überspringt manchmal irgendwie Haltestellen, ich weiß nicht. Irgendwann hatte ich das schon mal in Omsi, aber ich weiß nicht mehr, woran das lag. ist nett. Gibt's ja manchmal auch in der Realität, ne? Ständig fallen diese, also wenn ich mit dem Bus fahre, fallen ständig diese Anzeigen aus. Das finde ich etwas nervig. Vor allen Dingen, wenn man dann mal mit einem Bus auf einer Linie fährt, wo man sich nicht so auskennt, dann muss man da immer irgendwie gucken. Manchmal funktionieren dann noch die Ansagen, aber nicht immer die Anzeigen oder umgekehrt. Das ist immer etwas belastend. So. Dann biegen wir mal ein und fahren hier den Bahnhof Reichenbach an. Terminus und Einstieg. So. Wir waren überall okay. Hallo, nicht verspätet, ein bisschen verfrüht. Aber ich denke, das passt soweit alles. Das war's also von dieser OMSI-Folge mit dem Mercedes-Benz Travego. So sieht er von außen aus. Der Travego S, ich glaube, das ist sogar eine Special Edition, so wird sie in OMSI genannt. Auf jeden Fall ein ganz schickes Ding, irgendwie auch ganz interessant zu fahren. Wie gesagt, wenn man mal hier über ein paar Dinge hinweg sieht, ist das ein ganz nettes Gefährt für zwischendurch, denke ich. Und es ist auch mal wieder ein Reisebus. Ich denke, es war mal wieder eine nette OMSI-Folge. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr Folgen von OMSI sehen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wie immer gilt natürlich auch, ihr könnt mir auch gerne weiterhin Mod-Vorschläge senden und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann gucken wir mal, wann die nächste Folge kommt. Ich werde es so ein bisschen von eurem Feedback abhängig machen. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.